Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir im Zeichen der Redlock Challenge. Wir müssen mit unserem Daddy reden, denn wir wollen jetzt ein legendäres Pokémon fangen. Hallo! Vergiss dich ab und zu auch mal, wenn du Mutti bearbeitest. Ich bleibe hier und als Trainer ist wieder keine Ruhe, huh? Nanu, was hast du denn da? Das ist doch ein Eon-Ticket! Es ist gut und gerne 11 Jahre her, seit ich so eines zuletzt gesehen habe. Achso, ja, ich habe eine andere Stimme für den. Das Eon-Ticket gewährt dem Inhaber Zutritt zu der Insel im Süden. Es ist denen vorbehalten, die dank der innigen Bande zu ihren Pokémon eine Mega-Entwicklung auslösen können. Huch, der Mega-Arm Reif, der da an deinem Handgelenk glänzt, ist der Beweis dafür, dass du nun die Mega-Entwicklung auslösen kannst. Sehr schön. Also, Dengoku, folge mir bitte. Los geht's! Na nun, dieses Ticket. Bist du ja derjenige, der dieses seltsame Ticket dabei hat, von dem jeder spricht. Du willst also zu dieser winzigen Insel im äußersten Süden gebracht werden, ja? Niemand weiß, was dort vor sich geht. Das ist genau der Stoff, der einen echten Seefahrer wie mich auf Trab hält. Dann komm bitte an Bord! So, werf den Anker! Da werden wir... Das ist die Insel im Süden, Klabautermann. Ich werde hier auf dich warten. Für den Fall, dass die Insel verlassen willst. Sehr gut. Hier waren wir doch schon mal. Habe ich auch genug Pokebälle? Meisterball habe ich ja verschwendet, wie wir ja wissen. Und ich muss mir auch überlegen, mit wem ich da in den Kampf gehe. Wir kämpfen gegen einen Drachen-Pokémon. Da wären Kakleon eigentlich... Nein, Kakleon wäre eine schlechte Wahl. Nee, ich glaube, ein Fee-Pokémon wäre das schon ziemlich gut. Also unser Trafalgar. Das gucke ich da eigentlich gerade. Ich wollte Pokébälle gucken. Wir haben 7 Premierbälle, 5 Hyperbälle, 63 Superbälle. Also wir haben mehr als genug. Wenn wir es denn so fangen müssen. That is the question. Da ist es ja. Oh, ist so süß. Ich muss auch sagen, ich mag das Vieh eigentlich lieber als... Okay. Als andere. Wir müssen tatsächlich kämpfen. Und ich habe die falschen Pokémon vorne. Okay, Level 30. Dein Ernst? Du bist Typ Drache. Eigentlich solltest du einen Surfer überleben, ne? Aber ich habe so einen hohen Spezialangriff. Strauchler! Das ist vollkommen in Ordnung. Einmal schaffe ich noch. Jawohl! Scheinwerfer. Leuchte im Licht meines Scheinwerfers und stirb nicht. Wow! Spezialverteidigung sinkt stark. Los, Superball, fang dieses nette kleine Latios für mich! Okay. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können. Pokéball, flieg und sieg. Blaues Pokémon, blauer Pokéball. Gute Idee, oder? Feuerodem, das könnte jetzt etwas wehtun. Nicht? Aber wir sind paralysiert! Wie geil! Entschuldigung, das ist nicht geil, das ist eher witzig. Dum, 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 dum. Oh, ich habe gar keinen Namen gerade für dich. Okay. Pokéball, flieg und sieg. Ich bin ganz entspannt, Leute. Wir haben genug Pokébälle. Okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ja zu einfach gewesen. Also meine Spezialverteidigung ist stark gesunken, wie ihr gesehen habt. Und trotzdem überleben wir die Angriffe locker. Wir wechseln trotzdem mal vorsichtshalber aus. Einfach, weil wir es können. Und weil ich ein bisschen Angst habe. Nur ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, Leute. So minimal. Minimalistisch. Feuer Odem! Na, hast du Angst vor meinem Mega-Pokémon? Vor einem Volltreffer. Das zeigt, dass das Vieh keine Angst hat. Superball, los! Wir wollen uns gleich auf den Weg zur Pokémon-Liga machen, würde ich sagen. Oh Gott. Was ist denn hier los? Das macht doch ein paar mehr Probleme, als ich gedacht habe. Ich meine, wir haben es im roten Bereich geschwächt. Klar, es hat keine Statusveränderung. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Und jetzt sollte es langsam mal drin bleiben. Oder auch nicht. Du.
Willst du mich verarschen? Warum heilst du mich denn? Bist du so ein nettes Pokémon? Du willst unbedingt mit mir mitkommen, oder? Na komm. Sei so gut. Komm in mein Team! Oder auch nicht! Überleg's dir nochmal. Du hast alle Zeit der Welt. Und wenn du dich selber tötest, ist auch nicht schlimm, denn dann werden wir... Ja. Ja, Leute, ich weiß, eigentlich darf ich das Pokémon nicht fangen, weil wir hier schon... Nee, Latias haben wir geschenkt gekriegt. Wir haben es nicht gefangen durch einen Kampf. Es ist ein Geschenk gewesen. Es ist freiwillig mitgekommen. Das heißt, es ist sogar gestattet, das hier zu fangen. Entschuldigung, mein Fehler, nicht dran gedacht. Ach komm schon, Latios. Ich habe deine Schwester mit dabei. Und wenn deine Schwester irgendwann mal keinen Partner mehr hat, werde ich dich dazu gehen und könnte Inzucht begehen. Nicht? Ja, okay, du kriegst einen eigenen Partner. Ist ja gut. Bleib ruhig. Wenigstens ist nicht wieder die Death gesunken. Komm schon, 53 Superbälle. Du willst doch nicht das alles ausreizen, oder? Ach doch, möchtest du doch, okay. Ja, wenn das so ist, ja, heil mich mal ein bisschen. Danke. Du machst es mir echt zu einfach. Wenn das Vieh erstmal anfängt, gleich mit Verzweifeln anzugreifen, habe ich ein richtiges Problem. Nachher Pokémon-Liga tauchen die ja sowieso wieder auf, von daher ist das gar nicht so problematisch. Jo, okay, alles klar. Psyban. Süß. Das wäre das perfekte Duo, oder? Latias und Latios als Pärchen. Voll sexy und so. Hallo? Der Pokéball hat sich schon zweimal, dreimal bewegt, Leute. Zweimal. Von daher sollte es eigentlich gewillt sein, mitzukommen, oder nicht? Ich kann mir das gut vorstellen, so. Eigentlich als Teammitglied wäre es eigentlich eine super Wahl und wäre eigentlich ganz toll. Und so, Mann, oh, warum tust du mir das an? Latios. Oh Gott. Willst du mit den anderen Pokéball? Ich meine, der Superball ist doch auf dich abgeschnitten. Die Farbe mit den weißen und roten Strichen drauf, mit dem Weiß und Rot, das ist doch toll für dich. Guck, du hast auch Blau, Weiß und Rot an dir. Du bist genau für diesen Pokéball geschaffen. Als ob der Pokéball nur für dich gemacht wäre, Latios. Überleg dir das mal. Dein eigener Pokéball in deinen Farben. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Bist du dir ganz sicher, willst du nicht in den Superball? Wir machen jetzt noch bis 40 Superbälle weiter und dann werde ich mal einen anderen Ball werfen. Vielleicht will er einfach nicht in den Ball. Also in diesen Ball. Man weiß es ja nicht. Latios hat ja einen eigenen Willen, ne? Kann man sagen, was man will. Soweit ich weiß, sehen die Mega-Pokémon, also Mega-Latias und Mega-Latios, ja genau gleich aus. Oder haben die eine andere Farbe? Ich habe keine Ahnung. Werden wir ja sehen irgendwann mal vielleicht. Irgendwie ist das immer der letzte Funken, der fehlt. Ich kann mal ein bisschen die A-Taste smashen. Yo. Senkt meine Verteidigung, meine Special Death. Aber Level 30, da hätten wir schon lange machen können. Mich verarschen oder so. Na, jetzt wird schon langsam eklig. Warum? Hallo? Das ist doch nicht so schwer. Gib dich doch einfach hin. Lass dich doch einfach auf den Pokéball ein. Nein, ich möchte lieber einen normalen Pokéball haben. Ich will die rote Farbe haben. Wie das von meiner Schwester. Oder was auch immer sie sein mag. Kein anderer Ball kommt für mich in Frage. Tja, da haben wir jetzt ein Problem, mein Süßer. Aber so einen Ball habe ich leider nicht mehr mit dabei. Das ist mir egal. Da komme ich eben nicht mit dir mit. Leck mich doch am Arsch. Verpiss dich. Nein, friss meinen Primärball im Gesicht. Guck mal, der ist weiß. Weiß mit Rot. Ist auch nett. Okay, doch nicht. Machen wir jetzt mal kunterbunten Wurfmix. Hyperball, los! Hat er gerade gepfiffen? Nein.
Ich würde sagen. Okay, Latias, hör mal. Nestball kannst du auch noch kriegen hier. Ist das für Flug-Pokémon? Nestball? Oder für Käfer? Ich weiß es nicht. Mag auf jeden Fall auch nicht. Hat er sich anders überlegt. Der ist ihm nicht schön genug. Ja, damage-technisch machst du mir echt ein bisschen Ärger so, ne? So, jetzt nochmal ein Superball. Irgendein Ball wird schon funktionieren. Irgendwann. Ich meine, wir sind ja gerade erst 10 Minuten bei diesem an diesem Pokémon dran. Kann ja nur besser werden. Hyperball, los! Lülülü. Erinnert mich schon fast an das Lugia, meiner Soul Silver Nuzlocke. Ne, nicht Nuzlocke, in meinem Soul Silver Run. Wo ich dann gegen Lugia gebettelt habe und versucht habe, es zu fangen. Und jetzt einfach nicht im Ball bleiben wollte. Ich glaube, ich habe eine Stunde dran gesessen. Oder Zapdos in mein Feuer Rot Together mit Superbrot 1992 und Iron Claw LP. Das war ein Krampf. Ich habe 2 Tage Aufnahmen gebraucht, um das Vieh zu fangen. Mit einer riesen Pause dazwischen, weil ich so wütend geworden bin. Und das nur wegen so einem Pokémon, ne? Also der Nestball sagt ihm schon zu, aber das war der letzte. Jetzt haben wir ein Problemchen, ne? Mir gehen langsam die Bälle aus. Kann ich alle 39 Bälle auf einmal draufschmeißen? Dann in jedem Teil teilt sich ein Teil von Latias auf, so ein bisschen zerschnibbelt. Okay, das tut mir jetzt ein bisschen weh und das finde ich nicht so schön. Konstantine, los, come on! Du kannst mal wieder heilen mit Heilwoge. Please. Ne, nicht Feuer oder im Heilwoge. Gott! Ich werde kein Pokémon an dir verlieren, Freundchen. Das kannst du vergessen. Ach ja, so, jetzt können wir noch das ganze Spiel von vorn treiben. Premier Ball, los! Guck mal, der sieht aus, er hat genau denselben. Genau dieselbe Fangchance wie der normale Pokéball. Er ist rot, er ist weiß. Ist genau das, was du wolltest. Genau wie das von deiner Schwester. Und es bleibt drin. Sehr geil. Hat funktioniert mit einem Premierball, leider. Okay. Wir haben Latios gefangen. Sexy, sexy, sexy. Drache, Psycho. Eon. Cool. Ja, ich gebe dir einen Spitznamen. Ja, scheiß jetzt einfach auf das Unlicht-Pokémon. Sorry, ich gebe jetzt ihm den Namen. So ein episches Pokémon kriegt einen epischen Namen. Patrick! Yay, Patrick, du bist mein Eon. mein Latios. Herzlich willkommen, Team. Na nun, da liegt was auf dem Boden. Seelentau? Was ist denn Seelentau? Da. Ein Item, das von Latios oder Latias getragen werden kann. Es hebt Spezialangriff und Spezialverteidigung. Spiele ich es als Mega oder lieber hier mit dem Item? Weiß ich nicht. Na egal, was ist das da? Alle Träume sind nur eine andere Realität. Vergiss das nicht. Yay! Was ist das denn? Epischer Spruch for the win. Wuhu! Wir haben einen ganzen Part gebraucht, nur um dieses blöde Pokémon zu... Nein, das tolle Pokémon namens Patrick zu fangen. Oh mein Gott. Dann bist du eben kein Unlicht-Pokémon geworden. Tut mir leid. Aber immerhin ein episches, legendäres Pokémon. Willkommen zurück, Dengo. Du bist auf der Insel im Süden, also echt begegnet. Was? Du bist ihm auf der Insel im Süden, also echt begegnet? Dem Eon-Pokémon? Also dann wollen wir mal zurück zur Arena. Yay! Tüdelü. Deine Begegnung mit Latios kommt einem Wunder gleich. Lass diese Begegnung nicht vergebens gewesen sein und gib auch weiterhin gemeinsam mit deinem Pokémon dein Bestes. Hörst du? Jo, mach ich. Hau rein, Daddy. So, jetzt nochmal zur Mutti. Und im nächsten Part, Leute, werde ich offscreen dann erstmal die Attacken vergessen lassen. Also Surfer müssen wir behalten, so oder so. Aber, warte, wo will ich denn hin? Dings hier. Unser Sumpex kriegt auf jeden Fall anstatt Taucher dann Kaskade. Damit haben wir eine epische physische Wasserattacke. Und
Frage ist ja noch, wird Sumpex weiterhin im Team bleiben können? Wird unser Starter vielleicht das Pokémon sein, mit dem wir dieses Spiel durchrushen? Wie ist denn Goku? Du siehst ganz geschafft aus. Ruh dich ein bisschen aus. Ich dachte, ich krieg jetzt was geschenkt. Blöfatze. Entschuldigung. Okay, dann besuchen wir mal Professor Birk. Wir haben immer in alle Orden. Also eigentlich müssten wir langsam mal das Geschenk kriegen oder so. Er soll mir zeigen, dass ich es wert bin. Moin! Hallo, Dengoku, du scheinst immer auf Asse zu sein, was? Maike hat mir bereits von deinen Heldentaten berichtet. Es gibt also, um zu sagen, die Sache ist die. Seit du deine Inszenierung geregelt hast, sind in Hoenn Pokémon aufgetaucht, die ich hier vorher noch nicht gesehen habe. Verrückterweise sind das genau die Pokémon, die seit vielen Jahren Gegenstand meiner Forschung sind. Sie gehören Arten an, von denen angenommen wird, dass sie vor Jahrtausenden hier in Hoenn gelebt haben. Es handelt sich somit um lauter Pokémon, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Nach all den Jahren kann ich sie jetzt endlich hautnah unter die Lupe nehmen. Ich könnte platzen vor Glück. Ich habe so schnell, ich konnte ein Update für den Pokédex beschaffen. So, damit haben wir das Update, damit wir auch die neuen Pokémon alle listen können. Und jetzt? Was willst du eigentlich von mir? Ja, ich vervollständige den Pokédex irgendwann mal vielleicht. So ein bisschen. So, damit haben wir es geschafft, Leute! Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Alpha Saphir im Zeichen der Wetlock Challenge. Schaut rein, bis nächstes Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.